Mate. Partei. Pate mate. Ich mach heute Partei. Machst Aber du heute nur du. Partei? Ich würde das Schlangen. Alter! Das Schlangenvieh hat mich runtergeschossen! Das hat mich berührt, Schaden gemacht und ich bin runtergefallen. Das erste Mal, dass so ein Vieh mir Schaden macht. Bist du tot? Bist du tot? Natürlich bin ich tot, weißt du. Ich hab nie gelebt oder sowas. Wie spät haben wir den? Ja, 12:15 Uhr, okay. 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 Also rüber und den nächsten Skelettschlüssel reinballern. Yay, noch mehr Skelettschlüssel. Yay. Kurz vor was? Donkey Kong ist so ein Affe, Alter. Das ist Standard. Jo. Erstmal voll unterbrochen werden Oh, nee. hier. Oh nee, doch. Super geil. Ja, ne? Oder als? Das Telefon ist super geil, super geil. So, dann muss ich hier erstmal leider unterbrechen. Dann erstmal bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao. Ciao. So, da bin ich wieder nach einer bestimmten Zeit, einer kurzen Zeit, an derselben Stelle, an der wir letztes Mal aufgehört haben. Ja, momentan noch ohne Tin Joel. Vielleicht ist er wieder beim nächsten, bei der nächsten Session dabei. Mal schauen. Auf jeden Fall wird man hier erstmal weitermachen. Und den ganzen Rotz jetzt mal hier rocken. Da oben heißt es schon wieder. Und da drüben? Ja, da drüben. Das wird noch lustig. Dann gehe ich nämlich nach links rum und hol mal die Kiste, die es da gibt. Na, kommt dort. Loslassen. Und auf. Und schon. Oh, ja. Verteidigung ist nicht so dufte und Magie ist auch nicht wirklich meins noch. Ja, ich benutze zwar sehr gern Ding, wie heißt es? Der Teleportschlag, aber ja. Irgendwie muss ich das ja auch hinkriegen. Stimmt, ich wollte es ja eigentlich nicht mehr machen. Ich wollte es ja bei den Tastenkürzel machen. Dum 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 dum. Heilige Schriftrolle des Seelenlenkers. Bla bla bla. Norden, Süden, Süden, Osten, Süden. Norden meine ich. So wird's gemacht. Dann stellen wir uns hier drauf. Oder ich. Mach wieder den Seelenteiler. Versuche irgendwie vorbeizukommen. Gehe hier hin. Und schieb den Rotz erstmal ein. So, und jetzt, wie war das? Das war dann so. Ich glaube sogar, ich weiß noch, wie das war. Das mache ich nochmal so. Jetzt schicke ich nämlich den Jungen rüber, dass der das Dorf macht wieder. Und dann läuft das wieder. Sind wir wieder im Geschäft. Und ich mach's schon wieder so, aber egal jetzt. So, wir können jetzt wieder in die Tür rein. Hooray!
Und haben endlich die Bombe. Die langersehnte Bombe haben wir gefunden. Ich hab gesagt, dann grabben wir uns die mal. Da war im Begriff, das zu tun. Das trifft nicht. Das war so klar. Jetzt. Jetzt trifft sie. Dann schleudern wir uns mal rüber und gehen nach unten. Nebel. Das soll nicht giftig, aber einfach mal so haben. Und das Ding strahlt schon fast richtig. Wundert mich sogar. Dann hier und so rum. Jetzt können wir da unten rein. Lustig. Du. Und ein paar Tränke hier finden. Damals habe ich noch gesagt, was mich das Spiel mit Trinken. So, und jetzt. Das brauche ich so. Moment. Jetzt kann es weitergehen. Yes. Da drin geht's ab. Richtig. Ja, da drin scheint es abzugehen. So, dann mache ich nämlich nochmal. Nein. Mach ich das nämlich doch mal anders? Dann gehe ich nämlich nochmal zum ewigen Thron. Ups. Falsche Taste. So. Schnellreise derzeit nicht verfügbar. Sehe ich jetzt nicht ein. Gehen wir nochmal raus. Kann ich jetzt machen. Die Schnellreise jetzt dahin machen. Meine Fresse. Du bist nicht verfügbar. Ah, Mann. Dann mach ich's halt ohne. Ich versuch's zumindest ohne. Ich wollte mir noch mal drin gekauft, wie ich's eigentlich immer gemacht habe. Aber egal. Dann können wir jetzt hier ohne Trinke rein. Und mich erwartet das Grauen. Der klagende Gastgeber. Hässliches Vieh. Aua. Aua. Jetzt hab ich sie mir gegeben. Nein, tot geht er. Scheiße. Der muss mal genau an seiner Fresse sein. Thank you.
Arschgesicht hat mich zwar kein Stück getroffen, aber okay. So, jetzt kommen die bösen Geist Dings. Die Skelette. Schon wieder vergessen, mich auf den zu stellen. Gibt's überhaupt noch welche? Nee. Na komm, dreh dich zu mir. Dreh dich zu mir, dreh dich zu mir. So ist es right. Gut, Entschuldigung, dass ich so ruhig bin, aber ich muss mich hier gerade sehr konzentrieren. Jetzt ist er noch hässlicher. Der Anblick ist echt nicht wunderschön. Kann die Viecher auch mit ein oder was? So. Super geil. Die Nerven so stark. Schlangen nerven recht, übel. Damals haben die nicht so oft angegriffen.
Und bam. Jetzt müsste ich ihn eigentlich finishen. Ja, jetzt ist er am Arsch. Und hinterher springen und erstmal platt machen. Oder ist da eiskalt? So. Dann erstmal alles, was drumherum liegt. Was sagen die Schuhe? Unmöglich. Nimm mich mit. Aber ich kann das nicht. Na dann. Nö. So, ich treffe mich jetzt mal mit der Seele. Okay. Alter, ich glaube, du hast gerufen. Kein Vater. Mich suchst du. Und wo sonst sollte ich sein, als in der Stadt der Toten? Möchtest du eine Frage stellen? Oder einfach hier stehen, als hättest du einen Geist gesehen? Wie kann ich den Quell der Seelen erreichen? Der Quell der Seelen ist ein Ort von unvorstellbarer Macht. Schlüssel zu Leben und Tod. Zur Schöpfung selbst. Und deshalb hat der Quell seinen eigenen Schlüssel. Einer, der vor langem geteilt wurde. Die Engel bewahren eine Hälfte, die Dämonen die andere. Und niemals werden sie sich treffen. Es sei denn, du willst deinen Bruder wirklich retten. Um Krieg zu retten, nehme ich die Weiße Stadt ein. Dessen bin ich mir mehr als sicher. Aber es muss nicht sein. Die Engel haben Reiche hinter der Weißen Stadt. Ebenso wie die Dämonen hinter ihrem dunklen Reich. Alles wird dir klar werden, sobald du den Baum erreichst. Das habe ich bereits, Krähenvater. Und doch musst du den Baum erneut finden. Und gehen, wohin er dich auch führt. Absalom lebt? Ja, Absalom lebt noch. Sein Zorn und seine Agonie verbreiten sich als Verderben. Und er wird die ganze Schöpfung ungeschehen machen, um das Gleichgewicht zu zerstören. Ich habe Absalom einst getötet, Krähenvater. Könnte ich zurück, würde ich ihn verschonen. Ich bezweifle, dass er dir denselben Gefallen tun würde. Glaube ich auch. Die Menschheit wiederherstellen. Wie kann ich die Menschheit wiederherstellen? Im Quell der Seelen beginnt jegliches Leben. Dort werden die Seelen der Toten in ihre neuen Leben geführt. Ich habe die Bestie getötet, die diesen Ort heimsuchte. Ich habe die Seelen der Menschheit befreit. In anderen Zeiten würde das reichen. Aber etwas entzieht die Macht aus dem Quell und hinterlässt nur das Nichts, wo einst Leben war. Ich fürchte, du hast die Seelen nur in weitere Qualen entlassen. Dann gibt es keine Hoffnung. Die Menschheit ist verloren. Nein. Selbst jetzt trägst du die Macht, um den Quell wiederherzustellen. Die Nephilim? Wenn du ihre Seelen opferst, ja. Nur sie haben die Macht, ungeschehen zu machen, was geschehen ist. Gruselig. Opfer. Puck, puck, puck. Also muss ich die Nephilim opfern, um die Menschheit zu retten? Die Nephilim sind tot, durch deine eigene Hand. Dieser gebrochene Talisman ist alles, was übrig ist. Würdest du sie in dem Käfig an deiner Brust ewigen Qualen überlassen? Gute Frage, kehrt man tot zurück. Dich zum Baum zu kommen. Anonym hat ein Geschenk für dich hinterlassen. Schau auf der Weltkarte nach der Position. Schön. Man hätte ihn geschickt, nicht da gelassen. Das ist ja befreundlich. Schnellreise nicht verfügbar. Gefällt mir schon wieder nicht. So. Ich glaube, ja, jetzt kommt als nächstes die Welt der Engel. Buh, Engel! Teufel sind viel besser, oder Dämonen sind viel besser.
Dann mal raus aus der Stadt da drüben. Ich krieg ja die Kritz. Ich glaube, der war richtig der Weg.